Hallo Leute, ich bin's Nivin und heute erzähle ich euch etwas zur Flechttunnelpflege. Ich habe meine Tunnel immer beim Duschen sauber gemacht, da ich eh schon dabei war, meinen Körper zu säubern und das einfach beim Duschen sehr leicht zu integrieren ist. Natürlich ist es sinnvoll, eure Hände mit antibakterieller Seife vorher zu reinigen, bevor ihr den Tunnel rausnimmt, eure Ohren mit reinem Wasser abwäscht, desinfiziert, sowie den Tunnel ebenso desinfiziert und dann vorsichtig wieder einsetzt. Sind eure Ohren frisch gedehnt, dann würde ich die Ohren nicht mit Seife reinigen, sind sie aber schon abgeheilt, dann ist es gar kein Problem, sie beim Duschen einfach so mit eurem Duschwasser zu reinigen. Wer noch was Gutes für seine Ohren tun möchte, der kann seine Ohren auch noch mit Öl eincremen, bevor er die Tunnel wieder einsetzt. Je nach Material lässt sich euer Schmuck natürlich unterschiedlich reinigen. Trägt ihr jetzt zum Beispiel Silikon, Acryl oder PTFE, so ist es gar kein Problem, unter der Dusche einfach euer Duschgel zu benutzen, um es zu reinigen, denn ein anschließendes Desinfizieren reicht vollkommen, um alle Bakterien und eventuelle Gerüche vom Schmuck zu bekommen. Habt ihr etwas teureren Schmuck, so könnt ihr euch medizinischen Silikonöl holen und euren Schmuck damit einreiben. So könnt ihr es nämlich länger für euch erhalten. Leute, die gerne Holz, Horn oder Knochen tragen, sollten vor dem Duschen ihren Schmuck rausnehmen, damit er nicht beim Duschen aufraut oder sogar kaputt geht. Duschgel ist für diese Materialien nicht geeignet. Man sollte sie deswegen mit lauwarmem Wasser abwaschen und mit einem Zewa-Tuch vorsichtig abtupfen. Auch das Desinfizieren ist gar kein Problem und optimal ist in diesem Fall auch das Benutzen von einem Öl. Hierfür empfehle ich euch besonders Jojobaöl, denn das hinterlässt keinen Ölfilm und so können sich Bakterien nur sehr schlecht festhalten und deswegen kann man auch sehr gut seine Ohren damit einschmieren. Tunnel aus Stahl oder Titan sind am einfachsten zu reinigen, denn die haben eine sehr glatte Oberfläche und deswegen können Bakterien oder Schmutz sich nur sehr schwer dort festhalten. Deswegen ist es auch besonders leicht, sie beim Duschen zu reinigen. Auch hier braucht ihr keine teuren Pflegeprodukte, denn nach dem Waschen könnt ihr sie einfach desinfizieren und vorsichtig wieder einsetzen. Tunnel aus Glas oder Stein sind ebenso sehr leicht zu reinigen. Auch die könnt ihr mit Duschgel einfach abwaschen und danach desinfizieren. Dass sich Stein nach einer Zeit verfärbt, liegt am Material. Wollt ihr aber dagegen vorbeugen, so solltet ihr nach dem Duschen euren Stein schön polieren, damit er seine Farbe so lange wie möglich erhalten kann. Das einzige Nervige an diesen Materialien ist, dass wenn ihr Stein oder Glas fallen lässt, dass dieser Schmuck kaputt gehen kann oder sogar splittern. In dem Fall bitte nicht wieder einsetzen, sondern ersetzen, da ihr euch am Ohr natürlich verletzen könnt. Echter Gold- oder Silberschmuck ist natürlich schwieriger zu reinigen, da dieser mit der Zeit oxidiert und verfärbt. Diesen Schmuck könnt ihr natürlich in einen Ultraschallbad legen. Es gibt natürlich auch bestimmte Tücher, die man extra zum Polieren dafür benutzt. Dann bekommt ihr nämlich euren Schmuck auch wieder in seinen Originalzustand zurück. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare oder schaut auf flechttunnelshop.de vorbei. Dort findet ihr nämlich einen Artikel, der alles nochmal zusammenfasst, was ich euch heute erzählt habe. Wenn euch meine Videos gefallen, dann liked sie doch einfach oder teilt sie mit euren Freunden, damit auch sie wissen, wie man eine Flechttunnel richtig pflegt. Also, bis zum nächsten Mal.